Gut, wir beschäftigen uns jetzt mit dem Speed-Coaching-Format. Das wird dir helfen, deine Fähigkeiten zu entwickeln. Und dementsprechend schauen wir uns das jetzt einmal an. Das heißt, die Fähigkeit, die du erlernen willst, wo bist du da? Auf einer zehnteiligen Skala von 0 bis 10, wobei 0 schlecht ist und 10 gut. Wo würdest du die sehen? Gut, also ich fühle mich jetzt ganz schlecht. Also ich würde mich auch bei 1 einstufen. 1, okay. Gut, jetzt bist du aber schon auf 1, das heißt 10% des Wegs hast du schon geschafft. Was hast du da für Ressourcen genutzt, dass du nicht zum Beispiel auf minus 2 bist? Ich habe es einmal geschafft, da ruhig zu sitzen und überhaupt mich der Herausforderung zu stellen. Gibt es noch eine Ressource, die dir einfällt dazu, die du schon hast? Ich habe es gern gemacht. Gern gemacht, sehr fein, ja. Und eine dritte vielleicht noch. Eine dritte. Das ist ein interessantes Thema. Interessant. Gut, dann stell dir bitte Folgendes vor. Wir gehen 3 Jahre in die Zukunft. Und diese Fähigkeit ist vorentwickelt, du bist auf 10. Es ist quasi selbstverständlich, so wie Radfahren. Das heißt, du kannst dir gar nicht mehr vorstellen, dass das irgendwie anders war. Als wäre ich ein Radio, also ein Fernsehsprecher. Ein Fernsehmoderat, ja, genau. Was ist dadurch jetzt anders? Dadurch ist anders, dass ich Selbstsicherheit habe. Richtige Wortwahl. Was ist das Gute an der Selbstsicherheit noch? Das Gute an der Selbstsicherheit? Was ist der Wert dahinter, der sich da verbirgt? Kompetenz, Vertrauen. Kompetenz und Vertrauen. Was hast du noch gesagt, was du jetzt mehr kannst? Ist die sprachliche Gewandtheit. Wovon kannst du dadurch jetzt mehr tun? Diese zwei Dinge kann ich jetzt mehr fördern, oder mehr erlernen oder mehr mir aneignen. Fördern, erlernen. Und aneignen. Was kannst du immer noch tun? Immer noch tun, dass ich es weiterhin gerne mache und aufgeschlossen bin. Was musst du jetzt weniger machen, dadurch, dass du diese Fähigkeit schon entwickelt hast? Weniger Sorgen haben, ob es etwas wird, ob das Ergebnis gut ist. Weniger vorbereiten vielleicht. Das heißt, wenn du jetzt weniger Sorge hast, ob es was wird, was macht es für dich möglich? Wenn ich weniger Sorge habe, was macht das für mich möglich? Ja, dass ich halt aus dem Stegreif ein Interview geben kann. Welchen Wert würdest du sehen, ist das Wertvolle dran? Die Selbstsicherheit. Selbstsicherheit.
dadurch, dass du jetzt selbstsicher bist und das aus dem Stegreif machen kannst, was kannst du dadurch auch mehr? Da gibt es noch einen anderen Wert, der dadurch auch getriggert wird. Was ist die Kompetenz? Was? Die Selbstsicherheit. Mhm. Was ich dadurch mehr rüberbringe, wenn ich die Selbstsicherheit ausstrahle beim Interview? Mhm. Na, ist das Vertrauen des Gegenübers zu gewinnen. Vertrauen. Was kannst du damit, kannst du mit dieser Kompetenz außerhalb dieser Interviewsituation noch alles tun? Sicherlich auch im Verkaufsgespräch, Gespräch allgemein, im Erklären von Dingen. Dadurch, dass du jetzt besser oder leichter erklären kannst, was wird dadurch möglich? Schneller auf den Punkt zu kommen. Was verändert sich dadurch auch in deinem privaten Umfeld? Aufmerksamkeit vielleicht. Aufmerksamkeit. Du bist aufmerksamer oder? Na, andere hören mir aufmerksamer zu. Mhm. Der Wert dahinter ist? Ist jetzt nicht in meinen Top, aber ist sicher die Angesehenheit oder die, wie sagt man da? Das Ansehen. Das Ansehen. Mhm. Gut. Das heißt, du genießt das Ansehen der anderen, kannst doch besser erklären. Schnell auf den Punkt. Also aus dem Stegreif ein Interview geben und hast einfach entsprechend mehr Selbstsicherheit. Mhm. Gut, jetzt gehen wir noch einmal 5 Jahre weiter in die Zukunft. Mhm. Ja. Was würdest du sagen, war am entscheidendsten, um auf 10 zu kommen? Was war am entscheidendsten, um auf 10 zu kommen? Ist mal dich als Coach zu haben. Sonst wäre ich ja gar nicht dorthin gekommen. Aber welche Ressource, die du ja in mir hab, entwickelt hast, ja, war die wertvollste? Was würdest du sehen? Ist sicher die Gabe, dazu zu lernen.